Mein Name ist Theresa Neuhan. Ich bin Fachärztin für Humangenetik am Medizinisch-Genetischen Zentrum in München und ich erkläre in diesem Video kurz das Prozedere und was bei der Veranlassung und dem Verschicken eines NIPT zu beachten ist. Wenn Sie diese Box haben, die man bei uns bestellen kann für die Durchführung eines NIPT, ist dort eigentlich auch schon alles enthalten, was man an Materialien braucht. Da sind zum einen die Blutabnahmesysteme drin, die Nadel und das spezielle Röhrchen, aber auch die Informationen, wie man den Kurier bestellen kann, damit dieser die Probe zeitnah ins Labor befördert und natürlich auch der spezielle Anforderungsbogen für den NIPT. Dieser Anforderungsbogen hat zwei Seiten, Vorderseite und Rückseite, wobei sich insbesondere die Informationen auf der Rückseite primär für die Patientin wichtig sind und das kann die Patientin durchaus auch schon vorab einmal durchlesen, auch im Wartebereich. Auf der Vorderseite werden Informationen zur Vorgeschichte und Anamnese vermerkt. Das kann dann zum Teil auch schon vorausgeführt werden durch das Praxispersonal. Und unten ist der Bereich, wo die Unterschrift des Arztes erfolgt und die Option ausgewählt wird. Wenn man dann den ausgefüllten Anforderungsbogen hat und das Blut abgenommen wurde, ist es immer sinnvoll, nochmal zu checken, dass die Nummer auf dem Barcode und die Nummer auf dem Röhrchen, so rum gehört es, identisch sind, damit auch eine sichere Probenzuordnung gewährleistet werden kann. Das wird dann alles gemeinsam in die Box, die ja dann schon vorliegt, verpackt und mit dem Kurier ans MGZ geschickt. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen zum Testablauf haben, können Sie sich natürlich jederzeit gerne bei uns melden.